Hallo meine lieben Erzählfreunde. Ich wollte mal ein kleines Update machen, wie es mittlerweile innen drin aussieht. Ich habe Segelsalbo eingesetzt, ich habe Rudersalbo eingesetzt, ich habe auch die ganze Sache mal ein bisschen mit Band verbunden hinten am Ruder. Wie man sieht, funktioniert es auch. Und auch vorne das Segelservo funktioniert auch. Ansonsten habe ich noch nicht viel mehr gemacht. Das hat mich ganz schön auf Stress gehalten. Vor allem mit dem Ruderservo. Der Ruderausschlag ist nicht sehr groß. Da bin ich mal gespannt, ob es überhaupt drauf anschlägt. Aber ich hoffe mal. Ja, ist ein kurzes Video. Mehr gibt es, wie gesagt, nicht zu berichten. Wie ihr sehen könnt, habe ich da auch mal mit anderen Sachen hier probiert, aber es hat geribbelt und lief nicht so schön. Also habe ich dann hinterher einfach zwei alte Blöcke, die ich noch hatte von der Segeljacht, draufgesetzt und habe die. Ja, muss ich mal ein bisschen drehen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Hab vorne ein Stück Holz rausgenommen aus der Mitte, so dass es einmal rund um diesen Pin halt geht. Sieht man ja so einmal rum, dass es schön nur auf diesem Pin läuft. Der Pin ist aus Alu, hat keine große Reibung. Ja. Also es läuft auf jeden Fall. Das war mir wichtig, dass das wirklich funktioniert. Wie gesagt, ob der Bereich jetzt groß genug ist, weiß ich nicht. Wenn nicht, werde ich wahrscheinlich hier die Ruderpinne noch mal ein bisschen verlängern müssen und werde da noch mal neu takeln müssen. Aber das schaue ich mir die Tage noch mal an. Ja, wie gesagt, kleines Update. Ihr habt ja, ja, muss ich auch noch erzählen. Ich habe hier jedes Mal zwei Fäden, weil ich habe ja auch drei Masten und an den vorderen zwei Masten, also sprich dem Großmast und dem Fockmast, habe ich Rahsegel. Hinten habe ich dann nur ein Lateinersegel. Das ist so ein dreieckiges. Und das werde ich nicht ansteuern, aber die Rahsegel werde ich ansteuern. Und dementsprechend brauche ich dann halt vier Taue, die am Deck gehen. Ja, wie gesagt, das soll es erstmal gewesen sein von meiner Seite aus. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich werde dranbleiben und dann kommt bald das Deck rauf. Und dann geht es erst richtig rund. Also dranbleiben. Bis die Tage. Ciao.